Diagnose Krebs. Noch immer eine Krankheit, die zum Tod führen kann. Das Schlimmste am Krebs ist, dass man so viel im Krankenhaus ist. Entschuldigung. Besonders hart trifft das Kinder und Jugendliche. Das sind zwei von ihnen. Betty, 17 Jahre, und Nisa Shirin, 3 Monate. Sie kämpfen gemeinsam gegen den Krebs. Was hat sie gemacht in ihrem Leben, dass sie Leukämie hat? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wir begleiten die zwei tapferen Heldinnen und ihre Familien in den Klinikalltag. Zwischen Operationen, Chemotherapien und Hoffnung. Wir können das nur ertragen, indem wir jeden Tag nach vorne gucken. Wir müssen weitermachen. Wir müssen leben. Und wie Weltstar Alvaro Soler die Kids beim Kampf gegen den Krebs unterstützt. Ich finde, es ist ein Geschenk, dass ich sowas erleben darf. Das Helios-Klinikum im nördlichen Berliner Stadtteil Buch. Hier befindet sich eine der größten Kinder- und Jugendkrebsstationen Deutschlands. Ein 25-köpfiges Ärzte- und Pflegeteam kümmert sich hier pro Jahr um 140 krebskranke Patienten aus ganz Europa. Eine davon ist Betty. Die 17-jährige Schülerin hat Knochenkrebs. Ihr rechtes Bein ist betroffen. Seit einem Jahr ist die Klinik Bettys neues Zuhause. Der Krebs verändert einen total. Und es ist belastend. Es ist eine schwere Zeit. Man fragt sich jetzt schon, was habe ich gemacht? Das Schlimmste am Krebs ist, dass man so viel im Krankenhaus ist. Ich mag Krankenhäuser einfach nicht. Es ist auch einfach, dass der Körper sich so schwach anfühlt. Entschuldigung. Erste Anzeichen von Krebs äußern sich bei der Berlinerin im Oktober 2018. Betty ist gerade mal 16 Jahre und besucht die 11. Klasse eines Berliner Gymnasiums. Sie steht kurz vor ihrem Abitur. Im Sommer fährt sie mit ihrer Schule auf Klassenfahrt nach London. Da haben wir Paintball gespielt und mir ist eine Kugel hier am Knie reingedonnert. Und dann habe ich einen riesigen blauen Fleck bekommen. Und ab da hatte ich halt immer Schmerzen im Bein. Zurück in Deutschland diagnostizieren die Ärzte bei Betty Knochenkrebs. In ihrem rechten Knie bildet sich ein bösartiger, aggressiver Tumor. Der Krebs ist bereits faustgroß. Knochenkrebs zählt mit ca. 150 Neuerkrankungen im Jahr zu einer sehr seltenen Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Heilungschancen gerade mal 70%. Die Symptome sind starke Schmerzen an den betroffenen Stellen. Als der Arzt die Diagnose gestellt hat, ist plötzlich von einer Sekunde auf die andere das Leben hat sich verändert. Ich weiß gar nicht, was du machen sollst, weil man denkt, es ist ein Sportunfall und dann kommt sowas bei raus. Und du bist einfach total geschockt. Betty kommt auf die Jugendstation des Berliner Klinikums. Dort wird sie sofort als Notfall und noch am selben Tag mit einer Chemotherapie behandelt. Doch das Problem, der Knochenkrebs ist zu aggressiv, die Therapie schlägt bei Betty nicht an. Einer ihrer behandelnden Ärzte ist Peter Reichardt. Der 61-Jährige ist klinischer Direktor und seit 12 Jahren an diesem Krankenhaus. Er ist Spezialist für Tumorerkrankungen. Die Erkrankung ist sehr gefährlich. Es gibt ein sehr hohes Risiko, an der Erkrankung zu versterben, wenn man sie nicht sachgerecht behandelt. Deshalb ist die lebensrettende Maßnahme bei Betty die Amputation ihres rechten Beines. Für die Elftklässlerin ist das das Ende des Lebens, das sie bisher führte. Der schlimmste Augenblick im Krankenhaus, als die Ärzte kamen und gesagt haben, dass mein Bein entfernt werden muss, das war hart. Es war total durch den Wind. Aber ich dachte, okay, es muss sein. Und ich wollte einfach nur, dass dieser Tumor weg ist. Weil, hätte ich einen Tumor behalten, wäre ich wahrscheinlich gestorben. In einer 9-stündigen Operation entfernen die Chirurgen Bettys Kniegelenk und bauen es komplett um. Im Fachjargon sprechen die Ärzte von einer Umkehrplastik. Das heißt, der Unterschenkel wird an den Oberschenkel hin operiert. Und da, wo vorher das Knie war, ist jetzt die Ferse. Deshalb heißt es Umkehrplastik, weil man das Bein umdreht und praktisch andersrum dann wieder anbaut. Heute, ein halbes Jahr nach der Operation, sitzt der Schock bei Betty immer noch tief. Das ist
natürlich schwer für mich, weil jetzt mein Bein nur noch halb so lang ist. Es fehlt plötzlich ein Teil meines Körpers und ich trage jetzt eine Prothese. Meine größte Angst ist, dass ich das mit der Prothese nicht so hinkriege, wieder Sport zu machen und halt richtig wieder Lebensqualität zu haben. Dass das in Zukunft wieder klappt, dafür sorgt Physiotherapeut Robert Kohn. Der 34-Jährige arbeitet seit 2 Jahren auf der Kinder- und Jugendstation. Er hilft Betty, rasch wieder mobil zu werden und sich an ihr neues Bein zu gewöhnen. Ich habe nur Angst. Vor was hast du Angst, Betty? Dass ich so wegknicke. Nein, knickst du nicht. Die größte Challenge ist es, nicht aufzugeben. Also, dass man, egal welche harten Therapien anstehen, dass man immer wieder versucht, beizubleiben und zu kämpfen. Deswegen ist es wirklich tagtäglich, gerade für uns, eine riesen Herausforderung, möglichst gut zu helfen. Die einzelnen Schicksale, die lassen einen nicht kalt. Aber das ist halt das, warum ich mich entschieden habe, mit Kindern zu arbeiten. Die sind so unvoreingenommen, die wollen hier einfach wieder raus, die wollen am Leben teilnehmen. Wie Betty. Die Heldin kämpft sich zurück ins Leben. Mehr als die Hälfte ihrer Krankenhauszeit hat sie geschafft. Noch weitere 6 Wochen wird sie auf der Jugendstation bleiben. Heute hat die 17-Jährige ihre 21. Chemowoche. In der Chemotherapie wird ein Zellgift gespritzt. Das Medikament tötet aber nicht nur aggressive Krebszellen, sondern hat gravierende Nebenwirkungen. Die Schmerzen während der Chemo sind einfach schrecklich. Ich muss mich die ganze Zeit erbrechen und man fühlt sich einfach auch super beschissen. Also ich sag immer, als wäre ein Hochhaus auf mich draufgeknallt. Das kann man einfach nicht beschreiben. Und das Schlimmste ist, dass ich meine Haare verloren habe. Ich bin nicht eitel oder so, aber ich mochte meine Haare. Schön lockig, schön voluminös. Obwohl es nur die Haare sind, die weg sind. Das Schrecklichste ist, dass man halt komplett anders aussieht danach. Während dieser harten Zeit ist sie Bettys größte Stütze. Mutter Nora. Die 52-Jährige nimmt jeden Tag 2 Stunden Fahrzeit in Kauf, um so viel Zeit wie möglich mit ihrer Tochter zu verbringen. Obwohl die Zahnärztin selbst jeden Tag mit Patienten zu tun hat, belastet das Schicksal ihrer Tochter die alleinerziehende Mutter sehr. Besonders prägend war für sie der Diagnosetag. Das war entsetzlich und dann explodiert dein ganzes Leben. Ich hatte unglaubliche Angst, dass sie vor mir sterben wird. Kann. Aber da möchte ich gar nicht weiter dran denken. Das ging mir als erstes durch den Kopf. Ich konnte es monatelang gar nicht glauben. Und dass sein Kind nie mehr so sein wird, wie es war, ist natürlich schwer. Aber man muss das aber irgendwann, muss man das zur Seite packen und muss sagen, okay, so ist es jetzt. Und wir müssen nach vorne gucken. Wir können das nur ertragen, indem wir jeden Tag nach vorne gucken. Und ich habe dann nicht die Frage nach dem Warum. Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, Betty. Ich weiß es nicht. Und es tut mir unendlich leid. Und ich würde es gerne selber dir abnehmen. Aber dann habe ich gesagt, wir müssen. Wir müssen weitermachen. Du sollst leben. Betty lebt. Damit sie wieder gesund wird, kümmern sich die 25 Angestellten der Kinder- und Jugendstation aufopfernd um sie. Sandy ist seit 10 Jahren Krankenschwester hier. Die Berlinerin betreut Betty seit dem ersten Tag. Sie kontrolliert ihre Vitalwerte während der heutigen Chemotherapie. Tag, meine Bettylina. Ich würde gerne noch mal bei dir immer alle durchmessen, ob alles okay ist. Die Arbeit mit jungen Patienten macht wirklich viel, viel Spaß. Weil man kennt sich halt, man weiß, wie man miteinander verfahren kann. Und wenn einem schlecht geht oder jemand weint, dann setzen wir uns auch daneben und weinen mit. Also man ist ja gerade auf einer Onkologie, ist man ja alles. Also man ist ja Mutter, Vater, Freund, Freundin, muss man ja dann quasi ersetzen. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, weil manche Schicksale nehmen einen halt doch mit. Denn nicht alle Patienten schaffen es. Etwa 10 Kinder und Jugendliche sterben jährlich auf dieser Station. Wie vor 2 Wochen, als Schwester Sandy ihre Schicht beginnt. Der Patient war im Sterbeprozess und der Patient fragte mich dann halt, wie Sterben ist, wie Sterben abläuft. Ich sage, ich kann jetzt für dich da sein, bleib auch bei dir, du bist nicht alleine. Und das war für mich ganz, ganz furchtbar, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Mir sind dann auch die Tränen gelaufen. Wenn man so einen Sterbefall hat, gerade so ein junger Mensch, also da spricht man auch privat mal drüber. Also man hat wirklich Schicksale, die man wirklich mit nach Hause nimmt. Wie das Schicksal dieser kleinen Patientin. Nisa Shirin leidet seit 2 Monaten an Leukämie. Ein dramatischer Fall, den die Klinik äußerst selten hat. Denn das Baby ist gerade mal 6 Monate alt. Die Kleine muss jede Woche zur Chemotherapie ins Krankenhaus.
Heute kommen die verzweifelten Eltern aber außerplanmäßig. Mutter Özlem und Vater Akif bringen ihre Tochter zur Untersuchung, denn der kleinen Patientin geht es seit heute Morgen schlecht. Wie sah das denn aus? Die Hände waren kalt und die Beine waren kalt. Der Korpus war schön warm und alles andere war kalt. Wo wir zu Hause waren, ist ein bisschen bläulich geworden. Und dann dachte ich, okay, ist der Sauerstoffwert jetzt gesunken? Und jetzt wird nochmal kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Um auszuschließen, dass sich der Krebs weiter ausbreitet, untersuchen die Ärzte Nisa Shirins Blut und ihre Lunge. Okay, also jetzt ist wieder die Hautfarbe, ist ja super. Leukämie, umgangssprachlich Blutkrebs, ist die häufigste Krebsart bei Kindern unter 15 Jahren. Erste Symptome sind starkes Fieber und heftige Schmerzen am Körper. Pro Jahr erkranken in Deutschland 123.000 Menschen daran. Etwa 700 davon sind Kinder. Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland diese niederschmetternde Diagnose. Wie bei Familie Jurt vor 4 Monaten. Sie hatte Fieber, 38,8 Grad. Und ich dachte, okay, wir gehen ins Krankenhaus, wird kurz untersucht und dann kommen wir wieder nach Hause. Ja, und dann waren wir da, haben sie Nisa untersucht. Und dann der Satz von der Ärztin, das werde ich nie vergessen. Frau Jurt, glauben Sie mir, es fällt mir auch schwer, Ihnen das zu sagen, aber die Blutergebnisse zeigen an, dass ihre Tochter Leukämie hat. Meine Hände und Füße, die haben gezittert. Und dann sind wir zusammengebrochen. Die kleine Nisa Shirin ist zum Zeitpunkt der Diagnose gerade mal 10 Wochen alt. Die verzweifelte Mutter zieht mit ihrer Tochter auf die Krebsstation der Berliner Klinik. Der Säugling wird noch am selben Tag mit einer Chemotherapie behandelt. Mir haben meine Augen wehgetan vorbei. Ja. Ich konnte 3-4 Tage nicht mehr klar denken, konnte nicht mehr reden. Ich konnte nicht mehr essen, trinken. Ich war einfach nicht mehr bei mir. Klar habe ich Angst, sie zu verlieren. Dieser Gedanke, der bringt mich einfach innerlich um. Also wenn irgendwas sein sollte, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich wieder klarkommen könnte. Um 24 Stunden an der Seite ihrer Tochter sein zu können, pausiert Özlem in ihrem Job als Restaurantfachfrau. Große Vorwürfe plagen die junge Mutter. Was habe ich falsch gemacht als Mutter, dass das passieren könnte? Was wäre, wenn ich zu spät gekommen wäre? Was wäre, wenn ich nicht losgegangen wäre, nur wegen 38,8 Grad Fieber? Was wäre, wenn ich 2 Tage später gekommen wäre? Da hat mich die Ärztin angeguckt und meinte, so hart es auch klingt, sie würden ihr Kind tot im Bett liegend sehen. Denn Leukämie ist, im Gegensatz zu anderen Krebsarten, besonders aggressiv. Blutkrebs entsteht im Knochenmark und kann innere Organe wie Leber, Nieren und Milz befallen und zerstören. Unbehandelt kann Blutkrebs innerhalb von wenigen Wochen zum Tod führen. Damit das nicht passiert, bekommt Nisa Shirin heute weitere Chemotherapien. Für sie ist es die 3. Chemowoche innerhalb von 2 Monaten. Die notwendigen Medikamente verabreichen die Ärzte über einen Port. Das ist ein Kunststoffschlauch, der Nisa Shirin operativ in die Brust eingesetzt wurde. Das erspart dem Säugling das ständige Stechen von Zugängen und somit unnötige Schmerzen. Sie verkabelt zu sehen, ist kein schönes Gefühl. Sein eigenes Kind immer an Kabeln zu sehen oder an Infusionen zu sehen. Ja, es ist schrecklich. Es tut mir sehr weh, weil sie eben auch noch so klein ist. Ne? Für jede Chemotherapie, Behandlung oder Operation fädelt die Stationserzieherin Kerstin für die kleinen Patienten Perlen zu einer Kette. So entsteht die Mutperlenkette, ein weltweites Symbol aller Krebspatienten unter 18 Jahren. Die Nisa 1, 2, 3, 4 Tage ARAC gekriegt, also die Chemo. An dieser Länge der Kette erkennen die Kinder, wie lange sie schon hier sind, wie viel sie schon erreicht haben. Also es macht Mut und es gibt ganz viel Kraft. Nisa Shirins Kette ist schon fast 2 Meter lang und hat 115 Perlen.
2 Monate. Diese ganze Kette sind 2 Monate. 2 Monate Mut. Dass sie das alles schon durchgestanden hat. Auf einer Seite tut's weh, auf der anderen Seite zeigt sie, wie stark sie ist. Das Stationsteam der Berliner Klinik ist auf solche Fälle spezialisiert. Er leitet die Krebsstation seit 6 Monaten, Chefarzt Patrick Hundsdörfer. Der 47-Jährige ist Kinderarzt und betreut Nisa Shirin von Anfang an. Jedes einzelne Schicksal geht dem zweifachen Familienvater sehr nahe. In der Onkologie mit den akut lebensbedrohlichen Erkrankungen ist es natürlich nochmal eine besondere Grundstimmung, weil wir so eng beieinander sind, über viele, viele Monate. Es gibt eine Patientin, die kenne ich jetzt seit fast 10 Jahren. Bin wie so eine Art Patenonkel für die. Es ist ein Mädchen, das einen bösartigen Tumor entwickelt hat, als sie 12 Jahre alt war. Und die ist inzwischen eine junge Frau, 20 Jahre alt, steht voll im Leben und wird aber bisher diesen verdammten Tumor nicht los. Und deswegen, wir sind wie eine Familie, finde ich. Chefarzt Patrick Hundsdörfer wertet die Blutergebnisse von Nisa Shirin aus. Die zeigen starke Auffälligkeiten. Nisa hat schon eine ganze Menge an Chemotherapie bekommen. Dennoch wissen wir jetzt schon, dass das nicht reichen wird, dass sie eine gute Chance hat, gesund zu werden. Sie braucht eindeutig eine Knochenmarktransplantation. Und das ist etwas, was ich den Eltern jetzt beibringen muss. Die bösartigen Krebszellen in Nisa Shirins Körper sind zu hartnäckig. Bei einer Knochenmarktransplantation werden dem Säugling gesunde Stammzellen in Form von Blut verabreicht. Ihre letzte Überlebenschance. Jetzt habe ich die Ergebnisse alle zusammen. Und man muss sagen, dass die Chemotherapie sehr, sehr, sehr ihrem Kind geholfen hat. Aber es sind schon noch Leukämiezellen da. Das Verkünden von schlechten Nachrichten ist natürlich auch für mich, auch wenn ich das schon so lange mache, immer eine schwierige Aufgabe und auch belastend für einen selber. Auf der anderen Seite, das ist Teil meines Berufs und ich versuche, das in Ruhe und ohne Emotionen an die Eltern weiterzubringen und ihnen auch weiter natürlich in der Regel berechtigte Hoffnung zu machen, dass das Kind gesund wird. Ihr Kind soll und wird weiter gesund werden, toi toi toi. Aber nicht mit der Chemotherapie alleine. Wir brauchen die Knochenmarktransplantation. Momentan fühlen wir uns sehr, sehr schlecht, na klar. Dass sie eine Stammzellentransplantation bekommen soll, ich kann es immer noch nicht fassen. Man will es ehrlich gesagt gar nicht wahrnehmen. Weil es ist schwer, jemanden zu finden, jemanden geeigneten zu finden, ihren genetischen Zwilling zu finden. Das Problem? Weltweit sind nur 36 Millionen Menschen registriert. Nisa Shirin ist eine von 3000 Transplantationspatienten in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby rechtzeitig einen geeigneten Spender bekommt, ist somit sehr gering. In der Regel dauert die Suche 3 Monate. Dennoch sterben pro Jahr in Deutschland etwa 65 Kinder, weil sie keinen passenden Spender erhalten. Jeder Tag zählt. Es ist wie ein schlechter Traum, wo man dann denkt, ey, wach morgen auf und alles ist okay. Aber es ist es nicht. Es zerreißt mich innerlich, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Er will den jungen Patienten auf der Krebsstation Hoffnung und etwas von seiner Lebensfreude geben. Chartmusiker Álvaro Soler, der bekannt ist durch Songs wie El Mismo Sol mit Superstar Jennifer Lopez. Seit 3 Jahren rockt er die internationalen Charts. Mit über 1 Milliarde Klicks zählt der 28-Jährige zu den bekanntesten deutschen Musikern. Ich bin heute hier, weil ich mit den Kids Musik spielen will. Ich glaube, positive Energie ist das Beste, was ich in dem Fall auch den Kindern auch mitbringen kann mit der Musik. Und ich will ihnen einfach ein bisschen eine Freude bereiten, ein bisschen eine Ablenkung. Solche Aktionen startet der Musiker öfters. Jedes Jahr verbringt Álvaro Soler den Weihnachtsabend in einem spanischen Krankenhaus. Im April besucht er die Kinderkrebsstation einer polnischen Klinik in der Nähe von Warschau. Ich habe gelernt, dass die Kinder sehr mutig sind, viel mehr als ich. Und egal, wo man das macht, ob in Deutschland, in Polen oder in Spanien oder wo auch immer auch, ist es einfach dieselbe Freude, ist derselbe Mut, egal in welchem Land, ist faszinierend auch. Um Zeit mit den Kindern und Jugendlichen auf der Berliner Krebsstation zu verbringen, nimmt sich der Musiker heute einen ganzen Tag frei. Hallo. Hi. Freut mich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Komm erst mal rein. Ja, mega.
Physiotherapeut und Stationsmanager Robert Kohn ist für solche prominenten Besuche dankbar. Genau solche Erlebnisse, wie wir sie heute haben mit so einem bekannten Sänger, sind enorm wichtig für die Kinder. Die bekommen dadurch mega viel Power. Das hält meistens noch bis ein, zwei Wochen an, dass die Kinder da noch die Energie in sich tragen. Ja, also es ist nicht dann heute Abend abgehakt, sondern es zieht noch viele Tage nach und das ist wirklich schön zu sehen. Die meisten hier haben Leukämie. Leukämie ist somit am meisten vertreten und da würde ich dir auch gerne ein Kind vorstellen. Die kleine Nisa Shirin. Das Schicksal der jungen Familie trifft den 28-Jährigen ganz besonders. Okay, Nisa, ¿cómo estás? Wenn man dich sieht, dann denkt man, nichts ist, also alles ist in Ordnung, ne? Ja. Für mich ist es einfach schwierig zu akzeptieren, dass Nisa diesen Schicksal hat, sozusagen. Und man weiß ja nicht, wie es wird. Und natürlich hofft man immer das Beste. Es ist einfach eine Lottery, also kann man nicht auswählen. Und in dem Fall ist es eben aber auch manchmal nicht fair. Und das ist für mich sehr hart zu akzeptieren. Um zu helfen, lässt sich der Sänger als möglicher Knochenmarkspender sofort typisieren. Du hast jetzt hier drei solche Stäbchen und du gehst damit in die Innenseite des Mundes und dann einfach hoch und runter. So wie Zähneputzen. Genau. Ich mach doch schon. Die Stäbchen werden anschließend an die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, geschickt. Dort kann sich jeder über 18 Jahre kostenlos registrieren. Sollte man dann der passende Spender sein, wird man informiert. Dann gibt es zwei ganz kleine Piekse und man rettet Leben. Möglicherweise das der kleinen Nisa Shirin. Probleme und Sorgen vergessen, man kann es nicht vergessen. Also ich kann es nicht abschalten. Es ist aber trotzdem ein schönes Gefühl, zwischendurch so eine Glücksmomente einfach zu bekommen. Und einfach ein bisschen Ablenkung, es tut gut. Und auch mit der Spende, es gibt mir Hoffnung, ne? Wie auch Betty. Mit ihr und den 20 Kids der Krebsstation hat der Sänger heute Großes vor. Ich habe vor, ein Musikvideo zu machen mit euch. Hier, damit wir so ein bisschen was Geiles haben. Ja, wenn du Bock hast. Hast du Bock? Ja. Es gibt ein Lied, was ich mitgebracht habe, um ein Musikvideo zu drehen mit den Kindern zusammen. Und ich werde dir ein bisschen alles beibringen, wie man das am besten macht. Und es ist wichtig für die Kinder, dass das Musikvideo Teil von ihnen ist, einfach weil das Gefühl haben, dann sie haben was gemacht, sie haben was mitgemacht. Vor allem in diesem Ambiente, wo sie nicht so viele Sachen machen können, die sie vielleicht machen würden, so wie Fußball spielen oder sowas anderes. Und heute ist einfach so ein Event, einfach so ein spezieller Tag, wo jeder ein bisschen sich austoben kann und experimentieren kann und vor allem das dann auch mitnehmen kann danach und hoffentlich auch irgendwie sagen kann, oh, guck mal, das hat mir geholfen, positiv zu bleiben und weiterzumachen und weiterzukämpfen. Okay, 1, 2, 3, e. Bam, 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 bada, bam, 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 bada, bam, 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 bada, bam, bam, bada, bam. Wo sonst Injektionen, Chemos und Blutabnahmen stattfinden, gibt es heute einen Videodreh mit Sänger Álvaro Soler. Dafür wählt er einen Song, der ihm ganz besonders am Herzen liegt. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Ich spiele mit den Kids meinen Song Volar, weil Volar heißt fliegen. Und der Song ist einfach ein Motivationssong. Ein Song, der über Freiheit spricht, über das, was einer machen will, über es gibt keine Grenzen. Die ganze Welt ist unser Spielplatz sozusagen und sowas ist natürlich sehr wichtig, generell im Leben, aber vor allem heute hier. Und ja, die Kids sollen einfach vergessen, dass es andere Probleme gibt im Leben. Ich glaube, der Moment ist das Beste. Probleme beiseite legen und einfach Spaß haben. Jeder Patient soll einen Beitrag dazu leisten. Für die Kinder und Jugendlichen auf der Krebsstation eine Abwechslung. Auch für Betty. Eine Aktion lenkt einen natürlich total vom Klinikalltag ab. Das ist so mal was anderes. Das ist einfach total schön, wenn mal jemand vorbeikommt und nicht immer nur die Schwestern sieht. Also. Und 1, 2, 3, y. Volar con el viento, sentir que se para el tiempo. Diese Augenblicke helfen total, dass man einfach auch dran bleibt im Ziel und nicht in so ein schwarzes Loch fällt. Das ist eine coole Erinnerung. Auch für das Stationspersonal, wie Schwester Julia. Die 25-Jährige arbeitet seit 3 Jahren auf der Kinderkrebsstation. Weil wir halt wissen, wie bedeutsam solche Aktionen sind für die Patienten, bleiben wir auch gerne mal nach dem Dienst ein bisschen länger, um die Patienten zu begleiten. Und ja, man freut sich mit, wenn die Patienten mal nicht am Tropf hängen und mal nicht traurig sind und mit der Diagnose beschäftigen, sondern man freut sich persönlich selber mit, wenn die Patienten ein Lächeln zeigen und darin aufgehen. Und das geht einem schon sehr nahe, ja. Das Video teilen die Kids mit ihren Freunden und Familien im Internet. Eine Erinnerung für die Ewigkeit. Ich freue mich total zu sehen,
dass die Kinder so am Start sind und dass sie so happy sind. Ich finde, es ist ein Geschenk, dass ich sowas erleben darf. Und für mich ist das Größte, was ich mitnehmen kann, die Eltern zu sehen, wie sie kämpfen. Und die Gespräche mit den Kids hat sehr viele Gedanken in mir ausgelöst, die ich mit nach Hause nehme. Und deswegen werde ich nochmal zurückkommen. Eine Woche nach Alvaros Besuch. Der Kampf gegen den Krebs geht bei den jungen Patienten weiter. Betty geht es besser. Sie bekommt heute ihre letzte Chemotherapie. Dafür hat Stationserzieherin Kerstin eine besondere Überraschung. Unsere Kinder bekommen alle zur letzten Chemo diesen Überraschungstropf. Das ist mal entstanden durch einen Zufall. Irgendwann hat eine Schwester mal zwei Luftballons angehängt. Und dann ist das irgendwann so zur Tradition bei uns geworden. Und alle Kinder, die bei uns sind, haben so eine lange Zeit hinter sich, viele schwere Stunden, wo es ihnen mal nicht so gut ging. Und das ist jetzt sozusagen die Belohnung, ich habe es geschafft. Wenn Betty die heutige Chemo gut verträgt, darf sie die Klinik verlassen und nach Hause. Auch für die 52-Jährige ein emotionaler Moment. Der Abschied fällt mir eigentlich immer leicht. Ich weiß, die Kinder sind gesund und eigentlich ist es ein schöner Tag. Und es besagt ja auch der Ballon, geschmückte Ständer. Das ist was ganz Besonderes. Denn das Klinikpersonal begleitet Betty bereits seit über einem Jahr. Ein Jahr mit täglichen Untersuchungen, Blutabnahmen und Chemotherapien. Ich gratuliere dir zum Ende der Chemo. Ich freue mich total, vielen Dank. Wenn der letzte Tropfen durchläuft von der Chemo, werden die Ballons geknallt. Das soll ja Glück bringen, dass du nicht wiederkommen musst. Alles Gute dir. Dankeschön. Das ist die erste Chemo, auf die ich mich freue, glaube ich. Und das ist die letzte Chemo. Das bedeutet einfach, dass ich es geschafft habe jetzt. Und ich hoffe natürlich total, dass ich heute gehen darf. Das entscheidet Stationsarzt Pokkas Athanasios. Er überprüft Bettys Blutwerte. Sind diese stabil, darf Betty die Klinik verlassen. Andernfalls stehen ihr weitere Chemotherapien bevor. Wir müssen schauen, dass die Nierenwerte und die Leberwerte in Ordnung sind. Und dann können wir uns entscheiden, ob sie heute nach Hause entlassen werden kann. Denn die starken Chemotherapien greifen auch gesunde Organe an. Die Ärzte gehen auf Nummer sicher und wollen bleibende Schäden bei dem Teenager ausschließen. Gibt der Arzt grünes Licht für Bettys Entlassung? Heute ist alles fertig, gibt's keine Chemo mehr. Und ich habe für dich gute Nachrichten. Heute kannst du nach Hause gehen. Danke. Ja, dieser ganze lange Weg ist jetzt vorbei. Ich freue mich total doll, dass ich endlich nach Hause kann. Dann kann ich niemand mehr brauchen, alles, dass es endlich vorbei ist. Nach 400 Tagen im Krankenhaus darf Betty heute die Klinik verlassen. An diesen besonderen Tag kommen Mutter Nora und Bettys beste Freunde. Sie holen die 17-Jährige direkt im Krankenzimmer ab. Ja! Für uns war das ein Riesenschock. Als wir erfahren haben, dass Betty sozusagen die Krankheit hat, war es super schwer, das überhaupt zu begreifen. Am meisten hat mir Betty im Unterricht und in der Schule gefehlt. Und zu erfahren, dass Betty jetzt aus dem Krankenhaus rauskommt, ist einfach toll. Also wir freuen uns alle so sehr und es ist einfach, also man kann es auch gar nicht realisieren, dass es jetzt einfach Wirklichkeit geworden ist. So richtig cool. Vor allem für Mutter Nora. Sie musste Betty mehr als ein Jahr an die Klinik abgeben. Jetzt hat sie ihre Tochter wieder. Dass Betty jetzt gehen darf, ist so, ich bin, als wenn alle Stecker rausgezogen sind, alle Energie so rausgeht und ich bin einfach überglücklich. Ich bin überglücklich, dass nach 14 Monaten, dass wir hier fertig sind und dass sie nicht mehr so viel leiden muss, dass ich sie nach Hause nehmen kann jetzt. Betty ist krebsfrei. Für sie endet heute die Therapiezeit auf der Krebsstation der Berliner Klinik. Als Symbol dafür lassen Bettys beste Freunde die Chemoluftballons zerplatzen. Platzen ist so wie so ein Schnitt, dass jetzt alles vorbei ist. Im nächsten halben Jahr muss Betty zweimal im Monat zu Kontrolluntersuchungen in die Klinik. Die Abstände der Nachsorge werden dann immer größer. In 5 Jahren gilt die 17-Jährige als komplett geheilt. Auch die kleine Nisa Shirin darf nach 7 Tagen Chemotherapie heute die Klinik verlassen. Vorerst, denn in einer Woche geht die Therapie für das 6 Monate junge Baby im Krankenhaus weiter. Trotzdem, die kleine Familie feiert jeden Etappensieg. Das ist jetzt wirklich ein freudiger Moment, weil ich weiß, sie wird jetzt abgestöpselt
Es ist auch viel schöner, wenn ein Kind nicht am Katheter angebunden ist und man es einfach nicht sieht, dass sie eben krank ist. Ne? Das ist was Positives und es geht gleich nach Hause. Das befindet sich in Berlin-Kreuzberg, eine Stunde vom Klinikum Buch entfernt. Hier hat Mutter Özlem für ihre kleine Tochter ein eigenes Zimmer eingerichtet. Zu Hause? Ja, freust du dich? Ja, freust du dich? Ja, Baby. Mehrmals täglich verabreicht die 35-Jährige ihrer kleinen Tochter Chemotherapie in flüssiger Form. Die Medikamente sollen dafür sorgen, dass Nisa Shirins Gesundheitszustand stabil bleibt. Super, 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 super. Doch Özlem weiß, der Kampf gegen den Krebs bei ihrer Tochter ist noch lange nicht vorbei. Nur ein passender Stammzellenspender kann Nisa Shirins Leben retten. Ich will gar nicht dran denken, dass irgendwann dieses Bett leer sein wird. Das darf nicht passieren. Ich versuche immer stark zu bleiben, für sie stark zu bleiben. Ich will mein Kind nicht beerdigen müssen. Das will ich nicht. Ich will nicht Jahre jedes oder jeden Tag vor dem Grab stehen müssen. Das will ich nicht. Ich bete jeden Tag dafür, dass sie gesund wird, dass dieser ganze Horrortrip zu Ende ist und dass wir ein schönes gemeinsames Leben haben. Auf eigene Faust sucht die kleine Familie noch immer händeringend einen passenden Stammzellenspender. Tochter Laila hilft mit. Heute startet die 15-jährige Schülerin einen Aufruf für ihre kleine Schwester. Und das Baby ist sehr schwer krank und sie kann sterben. Wir brauchen einen Stammzellenspender. Also geht euch registrieren. Sie sehr zuzusehen macht mich halt auch sehr traurig, weil ich immer das Gefühl habe, okay, ich muss ihr irgendwie helfen und ich habe Angst, dass sie stirbt. Das ist die größte Angst natürlich, weil man sich ja schon erhofft, dass man mit der Schwester später Sachen machen kann, dass ich mir vielleicht ihren Liebeskummer anhören kann, dass ich mit ihr Sachen unternehmen kann, was beibringen kann. Das wäre halt unvorstellbar für mich, wenn das nicht ginge. Bis dahin wird Nisa Shirin mit Chemotherapien behandelt. Die ganze Familie kämpft für das Baby. Aufgeben ist nicht unsere Stärke, ne Schatz? Das schaffen wir. Das schaffst du auch. Nein, wir geben dich auf, ne Schatz? Nein, das machen wir nicht. Wie Nisa Shirin und Betty kämpfen täglich 500.000 Betroffene und ihre Angehörigen in Deutschland mit Krebs. Einer Krankheit, die noch immer zum Tod führen kann. Den zwei bemerkenswerten Heldinnen wünschen wir eine gesunde Zukunft. Danke, dass wir euch begleiten durften.